Heute ist der 6. Februar 2020. Hier ist ein GMX-Bericht vom 4. Februar. Der ist in mehrerer Hinsicht gleich sehr fragwürdig. Erstens, wie zur Hölle können es Sozialpädagogen, Erzieher und so weiter vergessen, dass man ein Kind übersieht? Also wie kann man denn ein Kind vergessen in einem Kindergarten oder wo auch immer? Wie soll das denn gehen? Man muss alles nachgucken, Schlafraum und so weiter. Und das Kind ist ja, glaube ich, im Schlafraum gewesen. Wie geht das? Hier steht schon in dem Bericht, dass den Erzieherin nichts passiert ist. Ja, da steht aber nichts, was den arbeitsrechtlich droht. Also wenn ich der Arbeitgeber von dem wäre, dann sofortige Kündigung. Das Kind hätte sich sonst was antun können da. Gut, ich sag mal so, selbst kleine, anderthalbjährige, ich glaube, ja, 18 Monate war das ja, werden ja oft für ein paar Stunden alleine gelassen, zumindest im Schlafraum. Aber wie kann es sein, dass ein Pädagoge, ein Kindererzieher, ein Kind im Kindergarten vergisst? Man muss doch alle Räume durchgehen. Und wenn man sieht, da ist eine Decke irgendwie gewölbt oder so, dann guckt man, dass es kein Kuscheltier oder so, sondern ein Kind ist. Man muss sie doch auch zählen. Man geht alle Räume durch. So, und was dann ja auch merkwürdig ist, das sieht man ja hier, der private Sicherheitsdienst verständigte die Polizei aufgrund halt, dass der Bewegungsmelder durch das vergessene Kind ausgelöst worden ist. Und hier steht, wenige Minuten später waren Beamte vor Ort und holten das Kind durch eine unverschlossene Tür heraus. Das ist ja das Nächste. Wie kann denn das sein, dass bei einem Kindergarten, das war dann eine Kita, oder? Ja, Kita. Wie kann denn das sein, dass eine Kita, dass es da eine unverschlossene Tür gab? Wie ist das denn möglich? Erst vergisst irgendeine Hure oder irgendein Hurenbock vom Pädagoge ein Kind? Das kann schon mal nicht sein. Und dann ist da noch eine Tür unverschlossen. Was für ein Zufall, klar. Wer soll das denn glauben? Unverschlossene Tür, hallo? War die nicht abgeschlossen und hatte die außen eine Klinke? Oder inwiefern war die nicht verschlossen? Oder hatte die draußen außen nur einen Knauf, aber war tatsächlich nicht zugemacht? Dann ist das gleich doppelt dämlich. Ohne dass vielleicht jetzt ein Pädagoge an beiden schuld ist. Aber es darf nicht sein, dass ein Kind vergessen wird und eine Tür da unverschlossen ist. Da kann doch sonst was passieren. Das Kind hätte rausgehen können, da hätte irgendein Kinderschänder reinkommen können oder Kinderschänderin. Und ja, was soll denn der Scheiß? Kaum zu glauben, sowas, so fast Faker. Warum sollte man mit solchen Nachrichten Fake News betreiben? Und 20 Minuten, ja, dem Kind ist nichts passiert und so, bla bla bla. Sieht man hier so eine dumme RTL-Fratze. Muss eigentlich auch nicht sein. Jetzt mal ehrlich, ich wollte jetzt hier nur runterscrollen, um zu gucken, wie lang der Bericht geht. Und da sieht man sowas hier. Die Eltern von diesem Kind hier, ja, schon mal was von Persönlichkeitsrechten gehört. Ja, ich meine, das Kind jetzt hier, wenn ich das sehe, da habe ich eigentlich nur Bock reinzutreten. Na gut, passt jetzt aber nicht wirklich zum Bericht, weil da geht es ja um ein Kind, was in Not war. Wenn auch das Kind sicherlich seelisch absolut keine Schäden davon getragen hat, weil das hat sich einfach nur gedacht, die anderen sind alle ausgeflogen. Und ich war jetzt mal für 20 Minuten alleine. Aber um das Video auch nicht allzu lang zu gestalten, ist ja eh alles gesagt worden. Kind wurde vergessen, das darf überhaupt nicht vorkommen, niemals. Dann war noch eine Tür dieser Kita unverschlossen. Das darf erst recht nicht vorkommen. Beides darf auf keinen Fall passieren. Das ist niemals, unter keinen Umständen. Ja, und dann ist es so, zumindest geht aus dem Bericht ja nichts anderes hervor, dass denen offenbar arbeitsrechtlich nichts passiert. Ich hoffe, dass das arbeitsrechtlich geprüft wird und dass die, die da verantwortlich waren, nie wieder mit Kindern in irgendeiner Weise zu tun haben dürfen.